Idee. Das Jetpack ist leicht zu fliegen. Mit dem linken Analogstick zielen und steuern und mit der Vibrat-Taste die Raketen abfeuern. Sly, hinter dir! Sly Cooper, du bist der Gaskammer entkommen und hast den Todesstrahler zerstört. Erstaunlich. Ihr Coopers erstaunt mich immer wieder. Immer? Also bist du das im Hintergrund auf all den alten Bildern im Buch des Meisterdiebs? Wie alt bist du wirklich? Perfektion hat kein Alter. Was? Du bist unsterblich? Rache ist die wichtigste Zutat im Brunnen der Jugend. Ich habe mich über hunderte von Jahren nur mit einer Diät aus Hass und Eifersucht am Leben erhalten und auf den Tag gewartet, an dem mein Ruf als Meisterdieb den Ruf deiner Familie überstrahlt. Sly, meine Raketen kratzen ihn nicht, reißen aber Löcher in seinen Panzer. Schieß auf die Löcher, die ich mache. Meine Familie gut und musst gewusst haben, dass mein Vater einen Sohn hatte. Wenn du die Coopers so sehr hast, warum hast du mich geschont, als du das Buch des Meisterdiebs gestohlen hast? Weil ich der Welt zeigen wollte, dass die Familie der Coopers ohne ihr kostbares Buch nichts wäre. Na gut, das war ein Fehler. Das Buch des Meisterdiebs schafft keine großen Diebe. Man braucht große Diebe, um ein Buch wie das Buch des Meisterdiebs zu schaffen. Genug, Sly Cooper. Hier endet es. Ich töte dich genau wie ich deinen Vater tötete. Dann ist die Familie der Coopers ausgelöscht. Und Clockwerk ist der einzige Meisterdieb. Ich bin dir überlegen. Ist feiner, meine Erfahrung größer. Chance, Sly! Du musst an seinen Kopf herankommen und ihn zerstören, bevor die Selbstreparaturautomatik startet. Ich bin Klausi. Lumen. Niemals. Lege. Füße zusammen. Ich werde leben. Energie umleiten. Kraftstoffzellenausrichtungssequenz aktiviert. Cooper, du wirst mich niemals los. Clockwerk ist überlegen. Es war geschafft. Ich hatte Clockwerk den letzten Teil des Buchs des Meisterdiebs entrissen. Ich hatte die einzelnen Mitglieder der teuflischen Fünf besiegt. Raleigh, Mugshot, Miss Ruby, den Panda-König und schließlich Clockwerk. Ich hatte einen nach dem anderen geschlagen und mein Geburtsrecht geltend machen können. Natürlich hätte ich ohne die Hilfe meiner Freunde niemals so weit kommen können. Ich weiß, dass das alles nicht einfach für sie war und trotzdem haben sie die ganze Zeit zu mir gehalten.
Murray, der alte Junge, hat ihn jede Menge gekostet, mit mir aufs Schlachtfeld zu ziehen. Ich weiß, dass er Angst hatte, aber dieser Kerl hat mehr Herz als jeder andere, den ich kenne. Und Bentley hat mir Gott geschickt. Ohne ihn würde ich immer noch auf dem Dach in Paris sitzen. Ein Mann könnte keine besseren Freunde haben. Ah, wer könnte die liebliche Carmelita vergessen? Tja, sieht so aus, als wären wir nicht länger gute Freunde. Wir spielen jetzt wieder Räuber und Gendarm. Ich war mir so sicher, dass sie mir sofort die Handschellen anlegen würde. Aber stattdessen hielt sie Wort und gab mir die versprochenen 10 Sekunden Vorsprung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Eins. Ich hatte ein schlechtes Gefühl, sie auf dem einsamen Felsen zurückzulassen. Aber ich schätze, ich sehe sie eher wieder, als mir lieb ist. Tut mir leid, dir sagen zu müssen, dass das Buch des Meisterdiebs noch nicht vollständig ist. Du wirst noch einmal zurückgehen und alle Safes öffnen müssen, um die fehlenden Seiten zu finden. Ich habe aber auch eine gute Nachricht. Ein Freund hat mir aus Japan diesen coolen Film geschickt. Jetzt rate mal, er handelt von uns. Ja, abunagatta. Ma, Karmelita-chan ni wa warui kedo, konkai mo ore-sama tachi no kachi da. このデータファイルがあれば父ちゃんの仇が打てる。あれはまだ俺が子供の頃だ。よく父ちゃんの膝の上で遊んでたっけ。俺様の一族は代々伝わる義族の家系。そして受け継がれた技をまとめたのがこのラクーナの名称。その洗練を極めた忍びの技だが、そこには必ず守らなければいけない厳しい掟があった。義族たるもの、名誉にかけて狙うは悪党のみ、善人からは奪わない。ところが俺様が秘伝書を受け継ぐことになった夜、突然5人のギャングがやってきた。奴らは俺を守ろうとした父ちゃんを、そしてとうとう見つけ出してしまったんだ、大切なラクーナの秘伝書を。奴らは俺様の全てを奪いやがった。きっと中に書かれた技を使って悪いことをしでかすに違いねえ。そして俺様は一人ぼっち、町の孤児院に入った。だがここで素晴らしい仲間に出会ったんだ。天才発明家、頼れる相棒ベントレン、そしてマーレ。
食いしん坊でちょっとドジだが、まあ憎めない弟分さ。仲間と一緒に俺様は父ちゃんの仇を討ち、そして秘伝書を取り返す。クーパーの名前に恥じない義賊になれるか、それとも失敗してご先祖の顔に泥を塗るのか。さあ俺様たちの運命はどっちだ。Endlich! Das Buch des Meisterdiebs war wieder komplett und im Besitz des rechtmäßigen Eigentümers. Das letzte Mal, als ich das Ding vollständig in den Händen hielt, war ich knapp 8 Jahre alt. Alle Vorfahren meiner Familie hatten das Buch besessen und erweitert. Aber ich war der Einzige, der sich das Buch verdienen konnte. Ich hatte die teuflischen 5 mit Hilfe der Tricks besiegt, die ich von meinen Vorfahren gelernt hatte, und war auf dem Weg dorthin zu einem Meisterdieb geworden. Nun war es an der Zeit, meine eigenen Erfahrungen und Abenteuer in das Buch zu schreiben. Und das wird lustig.